Und weiter geht's mit der letzten Mission der Wikinger-Kampagne, beziehungsweise der Viking-Invasion-Kampagne von Stronghold Europe. London, die Wiederherstellung des Königreichs. Okay. Nachdem Guthrum verwundet und gefangen genommen wurde, zwang Alfred ihn zum Frieden und bat ihn an, den christlichen Glauben anzunehmen. Jedoch, viele Anführer der Wikinger widerstehen nach wie vor, beziehungsweise erwehren sich nach wie vor. Widerstehen. Der Verlockung des süßen Abtes. An Alfred Alfred sieht sich das ehemalig große, großartige Londinium an, das nun in Verwüstung, das nun verwüstet ist und von den Dänen erobert wurde, eingenommen wurde. Okay, Knockout, also hier, hau sie raus, ne? entferne freundlich die Invasoren der Stadt und starte sie wieder aufzubauen. Seid bedacht. Seid vorsichtig, wie sei hier Dingensbummen. Sei auf 180. Die Wikinger werden auf jeden Fall versuchen, das zurückzuholen, von dem sie glauben, dass es ihnen gehört. Okay. Innerhalb der Festungsmauern ist praktisch gesehen nichts. Und die Inhaber. Himmelherrgott, wenn man zu spontan versucht, irgendwelche Übersetzungen zu finden. Die Einwohner der Stadt haben sich in der Gegend um die Stadt niedergelassen. Beachte das, nimm das mit in Beachtung bei deinem Aufbau, während des Wiederaufbaus. Nutze Gräben und Pechgräben quasi, um die Gegner davon abzuhalten, hier an die Wälder heranzustürmen. Take careful. Also sei hier. Also heute habe ich es irgendwie spontan andere Sachen in den Text übersetzt, in die Übersetzung reinzubauen, was eigentlich so ein bisschen sinnig ist. Sehr öfter Hut von Nahrung, ja genau. Die bösen Äpfel, die uns niederreißen und auffressen wollen, ne? Also ja, kümmere dich um Nahrung. Andererseits wird die große Bevölkerung der Stadt dich über Nacht verlassen. Nice. Zigaretten holen. Wie mein Vater einst. Praktisch. Da habt ihr wenigstens was gemeinsam. Okay, 102 Bevölkerung, 5000 Gold, 85% muss gesegnet sein. So viel zum christlichen Glauben. Und wir sollen den Bug abschließen. Okay. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, legen wir los und pausieren erstmal. Hier haben wir eine schön große Brücke. Die aber Brücken klassisch nicht wahrscheinlich von Rittern übergangen werden kann, weil das sind nach wie vor Wälle, die bloß sehr flach gehalten sind. Was oftmals ja das Problem verursacht, ich weiß es noch von anderen gemoddeten Karten, die ich gespielt habe, dass Ritter da Probleme machen. Aber gut, anscheinend gibt es hier keine Kavallerie. Okay, unten sind Sumpflande. Die Wegweiser. Oben ist auch einer, interessant. Und ja, ich kann ja mal S wie Wegweiser drücken. Ich vergesse jedes Mal, ich weiß eigentlich den Quickstart, aber oftmals vergesse ich den spontan wieder. Och, noch ein kleines Brücklein. Also es gibt hier viele Engstellen, aber gut. Leider ist das da unten ja nicht der einzige Zugang. Okay, wir müssen die Gegner vertreiben. Was haben wir denn eigentlich so Schönes? Fortsetzen. Ja, das sieht mir ziemlich heruntergekommen aus. Kein Wunder, dass da die Leute abhauen wollen. Da ist die Bevölkerung ausgelagert, wie es so schön heißt. Da unten ebenfalls. Die Stadtkämpfer kommen nicht weit. Okay, dann weiß ich Bescheid. Lasst mich raten, da das so eine typische Mission ist, bei der wir erst die Kontrolle übernehmen, sobald wir die Burg haben, bedeutet das, dass wir aktuell... Ich finde es immer noch so lustig, wie gepresst dieser Bergfried aussieht. Ja, wir haben noch kein Datum. Das heißt, alle Trigger aktivieren sich erst, sobald wir alles wieder eingenommen haben. Das heißt, wir haben alle Zeit der Welt. Es kann nichts geben, was uns jetzt irgendwie in die Quere kommt. Ich verteile mal eben Nummern. Bitte ziehen Sie eine Nummer. Bin zur Stelle. Wohin gehen wir? Ja. Rücken aus. Allzeit bereit. Wir rücken aus. Überschwärmt sie. Womit kann ein Kinderspiel? Zeigt ihnen, was für geile Stecher ihr seid. Nennt mit ein Kinderspiel. Ja, bitte. Ein leichtes. Ihr könnt auf
Okay. Nicht schlecht. Dann, komm. Lassen wir mal die Lanzenträger die Hauptarbeit für uns erledigen. Die Bogenschützen gehen auf die Brücke und geben von dort aus Feuerschutz. Der Rest kann ja mal vorkommen. Kriegt man von hier eigentlich so ein kleines bisschen Deckungsbonus? Hm, minimal. Ah, der Knubbelkrieg könnte etwas böse für uns ausgehen. Andererseits, na, wir haben genug. Ja, das passt, das passt. Ich mag ja diese Detailfülle im zerstörten Turm, weil du da wirklich das Innenleben siehst. Man sieht so richtig schön die Wendeltreppe durchgeht, die verschiedenen Stockwerke, die hier bestehen, sogar ein paar Lagerfässer. Die hätten echt mehr draus machen können. Aus Stronghold 1. Wie gesagt, gibt's mal irgendwann so, irgendwas, was in Richtung Remaster geht oder sowas in der Richtung... Ah, man kann einfach Stronghold 1 nehmen, wie es existiert und ein paar Features hinzufügen. Eben wie bei Stronghold 2, dass es auch eine Innenansicht bei Gebäuden gibt und Kämpfe innerhalb von Gebäuden und Stockwerke und so Gespäße. So wie man es hier sieht. Man merkt erstmal, wie viel Potenzial das Spiel hat. Je länger man spielt. Okay. Ich würde mal sagen, was wünscht ihr? Lassen wir nochmal die Lanzenträger vorbeikommen und zerschießen sie restlich. Freundlich und entgegenkommen, wie wir sind. Lustigerweise schießen die Bogenschützen nur hier und da auf die Pikiniere. Ja, passt schon. Bogenschützen bereit. Ei, wir stehen zu Dienst. Mein Bogen ist euer. So, die Bogenschützen wurden abgewehrt. Hier gehen wir mal vor und schießen die noch schnell ab. Rücken aus. Was wünscht ihr? In Ordnung. So. Der Rest wird jetzt auch noch fröhlich gebeten zu gehen. Eure Lordschaft, seid gegrüßt. Ja, dafür würde ich jetzt die Bogenschützen ungern opfern, weil für diese vier werden wir ziemlich viele Verluste brauchen. Das würde ich dann einfach, wenn soweit geräumt ist, mit den Schwertkämpfern stürmen. Wir können uns in der Zwischenzeit ja schon mal umgucken, was wir so an wichtigsten Ressourcen haben. Ich meine, ja, wie gesagt, Grünfläche ist schwierig einzuschätzen, aber ich würde mal sagen, dass wir das benutzen können und das ist schon mal sehr gut. Das ganze Dorf hier. Es ist halt wirklich die Frage, ob ich das wirklich so behalten will oder ob wir es einreißen wollen. Jede Menge Wegweiser. Das heißt, wir machen wirklich am besten eine Burg, die schön geschlossen ist. Holz sieht eigentlich ganz okay aus. Überall haben wir eigentlich Steine. Irgendwo hier. Da hinten haben wir ein bisschen Steinvorkommen. Und da ist Eisen, alles klar. So, genug umgeguckt. Eure ich werde hier angepiekst. Sind auf dem Weg zu Diensten. Bin zur Stelle. Schultert die Waffen. Okay. In Bewegung. Wir plündern noch das von alles, was der Gegner hat. Würde der Kunstspeicher schön schnell voll werden, wenn wir jetzt einfach warten? Na gut, ich glaube, der hat trotzdem Nahrungsverbrauch, ne? Und das sind nicht wenige Einwohner, die das sind. Ich glaube, wir übernehmen einfach einen leeren Kornspeicher. Da kannst du machen, was du willst. Toll, habt ihr das gemacht. Alles weggefressen hier. Ich komme mal vor wie in einer WG. Bogenschützen bereit. Ja. Gut. Ich würde sagen, das ist gesäubert genug. Was wünscht ihr? Bereit. Ei. Die Luft ist rein. Auf dem Weg. Aber gern. Eure Lordschaft. Pikiniere Schwertkämpfer, ihr lauft mal zusammen in einer Kolonne. In Ordnung. Um schön einen gemeinsamen Knubbel vorwärts, zu bilden. Pikiniere. Ein Gemeinschaftsknubbel. Mein Bogen ist euer. Ein Knubblus Socialus. Ja, die Pikiniere sind trotzdem ein bisschen schneller. Kommt mal zurück. Schön zusammenlaufen. Händchen halten und in Zweier rein. Und denkt immer dran, beim Busfahrer ein Ticket zu ziehen. Mein Herr? Was wünscht ihr? Gute Arbeit. So. Jetzt haben wir den Highground. Jetzt ist es over, Anakin. Auf dem Weg. Eure Befehle? Bin zur Stelle.
You underestimate my power, du Bauer. Oh oh. Boote auf dem Weg. Der Bäcker und seine Leibgarde, ne? Ah. In Ordnung. Vorbei. So, gut. Jetzt noch ein paar Pikeniere. Die sollten im Idealfall eigentlich. Stellt euch vor, es ist Krieg und niemand ist mehr da, sobald du ankommst. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Das Spiel spiele ich nicht mit. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Bogen gespannt. Mein Bogen ist euer. Ja, sag mal. Rücken aus. Visiere an. Ziel angepeilt. Sehr gut. Eure Befehle? Pfeile bereit. Bin okay, zur wunderbar. Sind auf dem Weg. Was ist noch übrig? Da hinten sind noch ein paar Lanzen. Ich würde sagen, sobald wir die Burg übernehmen, wird sofort gespeichert. Stell dich mal vor, wir verlieren das und müssen die Mission nochmal neu von den Truppen starten. Das wäre leicht doof. Bogenschützen bereit. Ja klar, schießt die ganzen Bewohner ab. Wir übernehmen die Burg ja nur. Das ist alles okay. Das Brot könnte man vielleicht auch brauchen können, aber nö, es ist in Ordnung. Ich überlasse euch die Entscheidung. Er scheint ja viel besser zu sein darin als ich. So, 5. So gut wie geschafft. Jetzt die beiden noch. Haben wir. Der Feind ist bezwungen. Jawohl, das speichern wir jetzt so an der Stelle. So, gewonnen. Nächste Mission bitte. Ja, ja. Wir dürfen dazu alles bauen. Interessant. Oh Gott, wir haben so viel. 602. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen doch nur 102. Ich habe Gerüchte gehört, dass Renovierungsarbeiten bevorstehen. Was machst du hier eigentlich? Fortsetzen. So. Renovierungsarbeiten. Ich habe gehört, wir haben viel zu viele Häuser in der Hut. 600. Ich glaube, es hackt. Was habe ich jetzt gelernt von der letzten Mission? Was brauchen wir denn Rüstungsbau da hinten? Das bringt nichts. Okay, wisst ihr was? Wer auch immer das hier designt hat, war sowieso besoffen. Nutzen wir das gleich mal als Stadtholz für eine neue und gescheite Burg, weil das da hinten so weit vom Ferratslager ab ist ja grauenvoll. Da wirst du nicht glücklich mit. Passt auf, jetzt habe ich den Marktplatz abgerissen. Okay, die Farm hätte ich eigentlich lassen können. Egal, ich glaube, wir haben genug Holz. Okay, Bäckereien. Hopfen geht genauso. Her damit, mit dem nicen Zeug. So, und vorübergehend erstmal richtig schön noch Äpfel ranholen. Genau. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Hinten gibt es auch noch Hopfen, perfekt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Quasi ist es komisch, wenn die Farmen so rum platziert sind. Eigentlich richtig rum wäre die Map so. Aber ich spiele jetzt so, wie sie auf den Tisch kam. Wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ich kann immer noch abreißen. Ich kann... Oh, die Zeit ist doch... Die Käsefarm da unten. Guter Witz, ey. Na, das gefällt mir doch schon eher für den Start. Ja. Machen wir mal einen extra Unterspann. Wie schön, dass ich gerade eben die Apotheke abgerissen habe. Aber gut, da unten hätte die eh nicht so viel gebracht. Von daher machen wir es immer hier. Ja. So. Okay, wir wollen ein bisschen Holz, bitte. Ich brauche ein Ihr paar könnt Steine. Das nicht dort platzieren, also, mein Lord. Gut, dass mir das gerade noch in den Kopf kam. Weil die bräuchte ich tatsächlich. Wahrscheinlich war da unten Holz für Leute, den ich auch schon abgerissen habe. Aber wenn, dann wird einfach mal komplett aufgeräumt. So, Steine sind auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Her damit. Da wird nicht lange überlegt. Da wird reingesteint. Das ist mein Stein. Unsere Apfelgärten sind kahl, my lord. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Tja, tut mir leid, die Scheiterhaufen sind auch schon alle abgerissen. Bling. Bling. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So. So, was sagen denn überhaupt unsere Beliebtheits? Okay, die Pest, aber das kriegen wir hin. Nahrung haben wir ein bisschen Reserven. Wir sollten mal gucken, dass wir... Vorratslager. Ich hätte den Kotspeicher am liebsten woanders platziert, aber was willst du machen? Machen wir mal ganz viel Bäcker.
Wie schaut's eigentlich mit... Wir können einen Brunnen bauen. Jetzt ist die Frage, gibt's hier Feuer? Will ich... Ich baue jetzt einfach mal so platzeffizient, wie es geht. Ich mache jetzt... Ich baue jetzt nicht mit dem Hintergedanken, dass es hier Feuer geben könnte. Wenn es welches gibt, dann kacke ich mir natürlich ein. Aber dann ist es so. Dann müssen wir die Mission nochmal so spielen mit dem Gedanken. Feuerfest zu bauen. Ich meine, genug Platz ist rein theoretisch. Eigentlich kann ich feuerfest bauen. Wir haben so viel Platz hier, wenn ich wirklich diese Burg so nachbaue, wie sie mir vorgezogen wurde. Eigentlich kann ich feuerfest bauen. Ja komm, lass mal diesen Abschnitt einfach mal. Eine Pest hat unsere Burg heimgesucht, eure Lordschaft. Also es gibt jetzt nichts, was mich so direkt davon abhält, feuerfest hier darauf zu achten, dass jetzt Ruhe ist. Oh Gott, Pest könnte auch ein bisschen angenehmer zu mir sein. Pest-Chan, tu mir das doch nicht an. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe durchaus schon so einiges erlebt in meinem Stronghold-Leben. Wir benötigen Holz. Armbrüste gehen natürlich nicht. Wäre auch ein bisschen seltsam für die Zeitperiode. Nicht 100% unmöglich, aber ungewöhnlich. So, und ja, dann ziehen wir mal unsere Burg. Ich ziehe die Burg einfach so, wie sie mir vorgegeben ist. Gott, wird das ein Riesenteil. Und die Burg scheint auch ziemlich groß zu sein. Das Volk hat eine hohe Meinung von so, euch. So, Bier gibt es dann natürlich auch noch. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ich bin echt mit der Platzierung des Kornspeichers unzufrieden, aber... Ich sehe mal von Effizienz ab, schon alleine wegen Feuersicherheit. Wo leben wir denn? Ihr könnt das nicht dort platzen. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte. Ja, geil. Schädling mal wieder. Kriege ich eigentlich? Ich kriege hier sogar eine Apfelfarm direkt vor der Nase platziert. Wäre gar nicht mal so unklug. Da haben wir so eine kleine Grundversorgung. Da würde ich nicht mal nein sagen. So blöd klingt. Ich habe so das Gefühl, wir sind gut genug dabei, um das jetzt erstmal zu machen. Ich habe auch eine hohe Meinung von mir. Dankeschön. Ich könnte jetzt mal wirklich schauen, dass mal die Knete reinkommt und so. Das Volk hat eine hohe Meinung Gold von euch, fließt in die Schatzkammer, Sire. Erstes Bier wird auch bald kommen. Wir benötigen Holz. Schön, dass auch Holz reinkommt, da muss ich jetzt erstmal nichts kaufen. Tja, tut mir leid, Kind. Du bist jetzt eingemauert, offiziell. Glückwunsch. Eure Beliebtheit steigt. Nun gut. Dann hätte ich jetzt eigentlich wirklich gerne mal meine Bogenproduktion gestartet. Bögen und... Pikiniere wären schon irgendwie nett. Andererseits, ich könnte den Wikingern zutrauen, mit sehr vielen Ungepanzerten, also wirklich mit Streitkampfkämpfen zu kommen in großer Zahl. Was bedeuten würde... Die Pest hat unsere Burg heimgesucht, eure Lordschaft. Dass Schwertkämpfe eigentlich die bessere Wahl sind. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire.
Wieso? Ach, jetzt kommen erst die Leute. Die Pest hat unsere Burg. Ach, es ist durch die Post wahrscheinlich ziemlich viel kaputt gegangen. Scouts report a large force of the enemy's men are marching towards us. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ich sehe schon, komm mal, da kommt gar kein Feuer und ich habe das alles umsonst gemacht, aber hey. Wie mit Kondom. Besser eins haben und keins brauchen, als eins brauchen und keins haben. We are under attack. Kreisch. Ihr könnt das nicht dort. So, was kommt denn so? Okay, wie ich dachte, viele leicht gepanzerte Truppen. Das Nervigste wird wahrscheinlich noch sein, dass das alles noch bei mir offen ist. Gut, das mit den Flammen. Gut, ich meine natürlich, wenn es kein Eventfeuer gibt, kann es natürlich auch sein, dass einfach nur. Unsere Apfelgärten sind kahl, my lord. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. In Bewegung! Es wird echt Zeit, dass wir die Burg fertig kriegen. Was hält uns eigentlich davon ab, das einfach mal zu machen? Was soll das eigentlich für ein Auswuchs da sein? Sire, der Baumeister der Ratte war am Werk, bevor wir hier waren. Ah, ich verstehe, das erklärt alles. Ups. Der Feind befindet sich in der Burg. Bitte? Ja. Ich glaube nicht. Nicht mit dem bisschen. Vorwärts, Pikeniere. Auf dem Weg. Das sollte eigentlich nicht allzu weit kommen. Da bin ich jetzt doch mal zuversichtlich. Aber gern. Bogenschützen bereit. Greift an, Brüder! Schilde, Leiterträger, Tunnelbauer. Puh. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Hm. Mir gefällt es nicht, dass die mir jetzt alle Leute abknallen hier. Wir folgen euch, weil die Schwertkämpfer ein bisschen brauchen. Genau deswegen sind Schwertkämpfer eigentlich eine schlechte Idee. Ritter wären eigentlich wirklich eine Idee. Da hätten wir wenigstens was Schnelles, Mobiles, um ordentlich zu metzeln. Und so ein kleines bisschen ordentlich metzeln hat ja noch nie jemanden geschadet, außer dem entsprechenden Opfer. Aber das hat dann eh nichts mehr zu sagen danach. Also es ist, zumindest kamen keine Beschwerden mehr von Mod-Opfern nachträglich rein. So, noch ein bisschen mehr an Bögen, bitte. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die die Ernte zerstören, euer Gnaden. Welch Schweinerei. Bin zur Stelle. So, dann mal weiter das Steinreimer. Haben wir eigentlich. Ne, die haben nichts kaputt gemacht. Ja, super. Die Abgabestellen sind immer noch ziemlich gut dabei. Machen wir einfach mal noch eine mehr. Wir benötigen Holz. Mehr Eisen kriegen wir wohl nicht rein. Es gibt noch irgendwo mehr, aber ich glaube, ich habe nicht mehr gesehen. Passt doch gut. Dann machen wir mal weiter zu. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, mein Lord. Malen nach Zahlen, die Stronghold Edition. Gibt es eigentlich irgendwo ein Torhaus? Das fällt mir gerade mal. Ah, da. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Ich hätte gerne noch ein Torhaus mehr. Und zwar in etwa hier. Das gefällt. Das Problem ist, wenn dann auch wirklich die Burg zu ist, dann ist sie nicht mehr offen. Die Pest hat unsere Burg heimgesucht, eure Lordschaft. Problem wird sein, dann werden die Leute halt an unserer Burg rumnagen, bevor wir die überhaupt richtig besetzt haben, weil so rein verteidigungstechnisch wird es ziemlich eklig. Das ist ziemlich breit. Wie unsere Bevölkerung gerade. Das Volk. Apropos, Gold, da geht noch was zum Rauspressen. So, Kirche können wir natürlich auch noch machen dann, aber. Rennt mir gerade nicht weg. Immer da denken, wir sind in England, nicht in Frankreich. Wir haben nicht genügend Holz, my lord.
Aber Holz kann uns trotzdem ausgehen. Tut mir leid, das ist nicht das Land der Latten. Ei, vorwärts, Pikeniere! Wir benötigen Holz. Oh. So. Okay. Für den Fall, dass wir haben genug Platz. Es gibt jetzt keinen Grund, viel Platzeffizienz zu bauen. Es sei denn, wir wollen die Burg anders gestalten. Wir könnten ja natürlich auch sehr, sehr klein machen. Aber ich male die jetzt einfach mal so nach, wie sie mir vorgegeben wurde. Das da unten gibt zwar nicht wirklich groß Sinn, wenn man bedenkt, spieltechnisch zumindest nicht, aber ich mache es einfach trotzdem mal zu. So. Dann hätte ich gerne noch den einen oder anderen Stall. Hier würde ich ja mal dann der Kornspeicher ist voll, my Lord. Ich würde dann mal Ritter machen. Yay. Stets zu Diensten. Eure Lordschaft. Jetzt mach mal einen auf Philipp hier. Eure Bogenschützen, Ritter. Sind aus dem Weg. Einen miesen Schnauze. Muss ich mir noch wachsen lassen, dann passt das. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Wir benötigen Steine. So, diese Einsammauer wird uns auf jeden Fall beschützen. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Ist überhaupt nichts, was schief gehen kann. Da hätte ich gerne noch ein Tor aus. Ah, hier fehlt da noch eine Verbindung. Ich brauche... Oh Gott. Also das hier zu verteidigen wird leicht eklig. Die Pest hat unsere Burg heimgesucht. Eure Lordschaft. Bogenschützen bereit. Stets zu Diensten. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Komm, wir verkaufen mal Brot. Dafür können wir mal ein paar Steine einkaufen, tatsächlich. Um das alles mal ein bisschen schneller zuzumachen hier. Einmal zu. Dann mache ich noch eine Zinne davor, dass es ein bisschen mehr aushält. Das wird dann hoffentlich reichen. Unsere Apfelgärten sind kahl, my Lord. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Nehmen wir aber mal an, dass es so gedacht war. Stets zu Diensten. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten. Scouts report a large force of the enemy's men are marching towards us. Mein Bogen ist euer. Alles klar. Ich meine, wie viel brauchten wir jetzt insgesamt? Ja, die Bevölkerung haben wir. Wir bräuchten 5000 Gold. Das sollte auch kein Problem sein. Eher das Segnen wird ein Problem. Aber bei 100 Bevölkerung, es gab Schlimmeres. Ich kann mich erinnern, es gab doch mal diese eine Wirtschaftsmission, wo wir hier wirklich eine halbe Großstadt errichtet haben. Und die dann wirklich noch segnen mussten. Ich habe ja dann wirklich, glaube ich, 50 Kapellen oder so gehabt. Das war nicht nett. Kein bisschen. So, lasst mich raten, wir sind bestimmt noch irgendwo offen. Oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Bevor da irgendjemand jetzt durch will, durch die Löcher. Ich kenne euch Schlingel doch. Ah, von da drüben. Okay, 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 okay. Alle mal auf Position. Mein Bogen ist euer. Was habt ihr vor? Zu Diensten. Wir wollen wirklich alle raus. Mein Herr? Ihr könnt nicht vorbei. Bin zur Stelle. Stets zu Diensten. Es werden Waffen benötigt sein. Wie lautet der Plan? Komm, die reiten wir nieder. Sie haben keine Chance. Reitet sie nieder. So, irgendwas zu viel? Geht eigentlich. Ja, das Hopfen könnte man echt ein bisschen mehr haben, für meinen Geschmack. Das ist wahrscheinlich für die Hopfenkäfer-Kalypse gerade hier. Ja, das ist zwar... Der Schwierigkeitsgrad schwankt schon manchmal ein bisschen arg. Das ist wie bei den Kreuzzugmarsch, ne? Die eine Mission, die so auf totale rektale Konfrontation aus war. Und diese Mission so, oh ja, machen wir mal einen kleinen Angriff hier. Ein kleines Event da. Wir haben nicht genügend Steine, my Lord. Eure Befehle? In Bewegung.
Oh, okay, zwei Dinge, die ich anmerken muss. Erstens, der Weg scheint hierum kürzer zu sein als durchs Torhaus, oder lag's dran, das ist gut. Aber gut, ich weiß schon mal jetzt, dass hier noch offen ist. Machen wir es mal so. Tut mir leid. Ihr müsst euch einen anderen Weg suchen. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die die Ernte zerstören, euer Gnaden. Von Hopfenkäfern? Unverhopft kommt Opft. Genau. Pest hat unsere Burg heimgesucht, eure Lordschaft. Bin zur Stelle. Rücken aus. So, jetzt können wir mal so langsam auf Religion gehen. Und dann nutzen wir mal diesen schönen Bereich, um da mal so ein kleines Kirchenviertel zu machen. Aber im Idealfall teilen wir das auch ein bisschen auf. Wir müssen den Religionsbonus bekommen. Na ja, wunderbar. Dann können wir jetzt mittlerweile hier den machen. Das machen. Das Volk liebt. Reicht noch. Perfekt. Dann gibt's noch eine Menge Kapellen später. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, ja. Sire. Sind auf dem Weg. Ah, böser Angstfaktor wäre eigentlich wirklich eine Überlegung wert. Machen wir mal mehr Ochsenjoche. Da ist immer noch Stein über, den wir nutzen können. Und mehr Stein? Da sage ich nicht nein. Bier zum Schwein? Das ächze ich rein. Schwein zum Bier, das brate ich mir. Steht zu Diensten. Wir stehen zu Diensten. Bin zur Stelle. Rekruten benötigt. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Fragt nicht. Ich habe an Stein gedacht und dann kam mir ein Schwein. Wir lassen es einfach. Genau, Musik. Versuche es zu vertuschen. So, die ganzen Türme müssen wir natürlich auch noch reparieren und ersetzen und schauen, dass wir irgendwas Sinnvolles tun. Ich versuche, die Burg wiederherzustellen, irgendwie, ansatzweise. Aber wenn ich mir diese angucke, ich glaube, die will gar nicht wiederhergestellt werden. Die denkt sich einfach nur, lass mich bitte einfach sterben, töte mich. Also bis jetzt, würde ich sagen, könnte es schlimmer aussehen. Bin zur Stelle. Rekruten benötigt, mein Herr. In Bewegung. Will ich irgendwo einsparen? Oder will ich ein extra Haus bauen? Dann wird das Segnen natürlich schwieriger, aber bläh. Genau, das war meine Aussage. Das ist durchaus ein legitimer Grund. Legitimer Einwand? Das nicht dort stattgegeben. Segnungszeit. Das Volk huldigt euch, Sire. Möge die Religion mit euch sein. Möge der Abt in dir sein, junger Padawan. Bitte. Ihr bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Eure Befehle? Sire. Rücken aus. Oh. Dieser Turm, ey. Der ist teuer. Da könnte ich schon für einen guten. Ja, nee, günstiger ist einen komplett neu zu bauen, Pest eigentlich hat nicht. Unsere Burg heimgesucht, eure Lordschaft. Ist die Burg jetzt eigentlich komplett? Ja, wunderbar. Das Gold, das Segnen wird halt noch ein bisschen schwierig bei der Menge an Leuten. Wir können auch einfach so eine große Ritterdivision machen, dass alle Gegner einfach niedergetrampelt. Unsere Apfelgärten sind kahl, my Lord. Hm. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Pest. So. Nun gut. Wir sind jetzt, wenn ich das richtig sehe, circa eine halbe Stunde dabei in dieser Mission. Ich glaube, wir machen wieder zwei Parts draus. Weil ich glaube, das in einem Part zu machen. Ja, ich glaube, wir machen da zwei Paar. Ah, okay, Zeit bis zu... Ach, wir haben sogar eine Zeit bis zur letzten Schlacht. Ja gut, das müssen wir eh noch überstehen. Ja, was Zeit bis zur letzten Schlacht? Sind wir jetzt bei Halbzeit. Dann noch das Gold und ich sehe... Ich versuch's doch mal in einer Part. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Der Kornspeicher ist voll, my Lord. Ich meine, die Zeit bis zur letzten Schlacht, das wird jetzt nicht so... Vor allem, wenn ich auf 90 gehe, das Gold wird reinkommen. Alles wird gut werden. Vertraut mir.
Ich bin Arzt oder Apotheke. Ich bin. Bleiben Sie ruhig, ich bin eine Packungsbeilage. Ja. Wir sind bereit. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Kollateralschadensschwertkämpfe. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Mehr Segnung braucht das Land. Das ist ja echt erbärmlich bisher. Warum ist eine... In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Die Pest, die rottet mir oftmals richtig viele Leute dahin. Das ist schon leicht böse. Scouts report a large force of the enemy's men are marching towards us. Ich wünschte, ich könnte da was machen. Ist voll, my Lord. Beim Kornspeicher voll kann ich was machen. Erstmal Nahrung verkaufen und das nötige Zeug nutzen, um jetzt hier ein bisschen Schwerterausgleich zu machen. Dann natürlich noch. We are under attack. Andere Attacke. Andere Attacke. Wo geht's los? Da und. Oh. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, mein Lord. Verflixt. Schultert die Waffen. Welchen Weg sei. Hier habe ich noch nicht wirklich einen sinnigen Aufbau. Alle Mann bitte auf die Welle. Mein Bogen ist euer, mein Herr. In Bewegung. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ja, Bogenschützen bereit. Mein no, Problemo. Ja gut, die Leiterträger. Ja gut, viel Spaß, was auch immer ihr drüben erreichen wollt. Ja gut, die Leiterträger habe ich ja auch schon gedacht, ey. Ihr könnt uns mal. Mein Herr, Rücken aus. Das Ding muss noch weg hier. Das ist ja ein schlechter Witz. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Bitte was? Wo? Das glaubt ihr doch selber nicht. Eure Befehle? Tut mir leid, liebe Bogenschützen, aber ihr müsst leider die Der Burg verlassen. Feind ist bezwungen. So, jetzt haben wir endlich mal eine Verbindung geschaffen hier. Das war ja ein Witz. Nicht einer von der guten Art. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die Ernte zerstören, euer Gnaden. Ein weiter Weg. Was sagt die Religion? 51, 52. Wir kommen langsam dem Ziel näher. Wisst ihr was? Wir machen mal die eine oder andere Kirche noch hierher. So, das sollte jetzt aber hoffentlich reichen. Bin zur Stelle. Rekruten benötigt, Sire. Bevölkerung, 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 Bevölkerung. Was wünscht ihr? Steht zu Diensten. Es werden Waffen. Ich meine, das Gold kommt jetzt so automatisch schon rein. Bevölkerung haben wir eh mehr als genug. Wir brauchen eigentlich bloß noch. Ich meine, Zeit bis zur letzten Schlacht, klar, die müssen wir noch abwarten. Auch wenn ich. Es ist wirklich eine gute Frage. Ist es eigentlich gewollt, dass einige Missionen so pipi sind im Vergleich? Unsere Gärten sind kahl, my Lord. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Bin zur Stelle. Die Pest hat unsere Burg heimgesucht. Gut, ich meine, Ereignisse gibt es hier ordentlich, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass es hier noch ein Arschreißer-Event gibt, das so irgendwie so getriggert ist, ab 75% Segnungsstatus gibt ein Feuer oder sowas. Und wenn man dann sich nicht vorbereitet hat, dann brennt die Hütte. Aber... Ich glaube, ich sollte da eigentlich halbwegs vorbereitet sein auf dem Feuer. Ich denke schon. Wenn nicht, dann wahrscheinlich nicht. Okay, diese Szene ist etwas seltsam. Die Burgbewohner sind sehr krank. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Mein Bogen ist euer. Ihr seid alle krank. Noch mehr Ritter, yay. Steht zu Diensten. Bin zur Stelle. Rekrut, mein Herr. Okay, Notstein kommt noch rein. Das läuft ja auch noch ganz gut. Das könnte ich eigentlich sogar extra abmachen. Oder könnte ich? Ich könnte
Das wäre dann schon ein halbes Wegweise Camping, weil wenn ich hier Verteidigung mache, dann könnten die auf den Quick-Kaiser schießen. Wäre etwas kaputt. Das Volk liebt euch, my lord. Wohin gehen wir? Steht zu Dienst. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja, das ist doch eine Burg, die lässt sich schon ein bisschen eher sehen, so langsam. Es ist... Zumindest sieht man so langsam den Versuch von einer Burg. Es ist am Ende immer wichtig, dass man sich bemüht hat. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my lord. In den Sattel. Die Pferde sind gesattelt. Was wünscht ihr? Ei. Müh. Was sagen Sie zu den neuesten Vorfällen? Müh. So eine Kuh interviewt einfach. Was habt ihr vor? Uns ist kein Weg zu weit. Und Religion? Mal gucken, ob meine 75% Theorie vorher stimmt. Wäre die Mission von Kevin Scheffel, würde ich sagen, das ist eine Gewissheit und keine Theorie, aber ist es ja nicht. Jetzt ist die Burg nicht mehr wirklich feuerfest, weil die Kirchen da wirklich... Ah, jetzt brauche ich halt wieder mehr Bewohner. Eure Befehle sind auf dem Weg. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Bin zur Stelle. In Bewegung. Ah, na also, jetzt kriegen wir mal den Turm wieder aufgebaut. Oder auch nicht. Die Pest hat unsere Burg heimgesucht, eure Lordschaft. So, ich guck gleich, von wo sie herkommen. Sagt mal, wo kommt ihr denn? Ach so, gut, gleich von hier, dann passt das ja wunderbar. Das ist jetzt gemeines Brückencamping, aber hey, der Turm, die Burg hat uns schon gleich gesagt, dass das von daher kommt alles. Allzeit bereit. Steht zu Diensten. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Rekruten benötigt, Sire. Toll, habt ihr meine Holzverlöten zerstört. Seid jetzt stolz auf euch. Macht ihr einen Aphasier. Wie lautet der Plan, Herr? Wieder einmal haben meine Männer eure Monumente in Schutt und Asche gelegt. Nee, oder? Ich hatte einen Job. Einen Job. So, jetzt. Okay. Da. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Jetzt sind wir einfach mal so frei. Ja. Und pimpen einfach ein bisschen nach eigener Manier. Mein Bogen ist teuer. Money. Eure Befehle? So soll's gehen, oder? So. So. Haha. Bin zur Stelle. Ja. Rücken aus. So. Das sollte eigentlich passen. In Ordnung. Verzeihung, Sire. Ach stimmt, hier habe ich noch gar keine. Ist der Angriff jetzt mal... Leute, kommt ran. Guckt mal, ich habe Kuchen gebacken. Bin zur Stelle. Na also, danke. Unsere Apfelgärten sind kahl, my lord. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Unsere Apfelgärten sind kahl. Moment mal, sie waren die ganze Zeit schon kahl? Kahl! Die Burg hat standgehalten. Plot Twist. The Fruit Farms were Karl all along. Nein. Die Pest hat unsere Burg heimgesucht, eure Lordschaft. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die die Ernte zerstören, euer Gnaden. Wir benötigen mehr Steine. Die Pest hat unsere Burg heimgesucht, eure Lordschaft. Ja, das ist die Segnungen werden noch ein Problem, aber im Notfall wird einfach alles zu verpriestert. Das ist so ähnlich wie der letzte Ruf zu den Waffen. Das ist so ähnlich wie der Ruf zu den Waffen. Das ist ja der Ruf zum Kreuz. Bogenschützen bereit. Dann werden alle Bevölkerungen als Zwangspriester eingezogen. Sind auf dem Weg. Gibt's ein Kreuz in die Hand, Weihwasser ins Gesicht und ab geht er. Bin zur Stelle.
Es werden Rekruten benötigt. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Saving. Der Kornspeicher ist voll, my lord. Das ist so der Volkssturm in Priesterversion dann einfach nur. Ich habe versucht schon die ganze Zeit mit Namen drüber zu überlegen, aber ihr kommt nichts Sinniges. Wir werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my lord. Eigenartig. Steigt auf, Brüder. Das sind bestimmt die Priester. Das Volk huldigt euch, Sire. Wie viele Wertenherren Arbeitslosen haben wir noch genug? Okay. Ich warte mal noch den letzten Angriff ab. Wisst ihr was? Den letzten Angriff, den reiten wir einfach nieder. Da ist noch Potenzial. Ich meine, im Falle können wir wirklich hergehen, unsere Bevölkerung nochmal reduzieren. Und die Anzahl der Priester erhöhen. Das können wir dann machen, sobald der letzte Angriff war. Also die Mission ist wirklich, ja, sie existiert. Die von der letzten Mission, wo es einige gab, die davor so... Steht zu Diensten. Und so durchs Rektum geleitet haben, quasi. Das ist schon... Mein Herr? Ja. Steht zu Diensten. Steht zu Diensten. Speichern wir nochmal. Ich glaube, da war es echt nicht notwendig gewesen, noch eine zweite Folge zu machen, ne? Das wäre wirklich unnötig gestreckt. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten. Die Klingen sind... Aber wir sind so gut wie fertig. Wir müssen nur noch den einen letzten Angriff abwarten, die letzten paar Kirchen bauen. Das Ding ist so gut wie im Sack. Selbst das allerschlimmste Ereignis, also wenn jetzt ein Feuer kommen würde, würde uns nicht alles kaputt machen. Ach, die schöne Musik. Ja, Religion sieht nicht schlecht aus. Wir haben fast die 85%, die wir brauchen. Und das ganz ohne... jetzt sogar meine Notfallmaßnahmen. Den Ruf zu den Kreuzen. We are under attack. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. So, Ritalin. Eure was wo? Mir wurde ein Angriff versprochen. Ach, hä? War das ein Täuschung? War das eine Antäuschung? Oder war das noch der letzte Angriff, der da angezeigt wurde? Ja gut, bis die Ritter da sind, ist ja... Ihr könnt mir nicht erzählen, dass... Der Kornspeicher ist voll, my lord. Das ist doch so lachhaft, der Angriff. My lord. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Ist das wirklich... Ich bin wirklich am Zweifeln, ob das gewollt ist. Ist das wirklich gewollt, dass die Mission so leicht ist? Ja, das ist so gut wie vorbei. It's over, Anakin. Ja, pfff. Ach doch, ich muss noch nicht mal bis zum letzten Angriff durchhalten. Weil, hätte ich eigentlich gern gesehen. Naja, was soll's. Ja, wir haben es geschafft. Die Wikinger sind vertrieben. Goal. Nun. Alles klar? Dann. Oh nein! Nein, 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 nein. Ah, übersprungen. Gut, ich habe eh gespeichert, kurz bevor es zu Ende war, ne? Ja, vor 2 Minuten. Komm. Dann mache ich nochmal einen heldenhaften Ritterausfall. Dann können wir nochmal uns hier unsere endgültige Burg anschauen. Oh, schön. Durchaus ansehnlich. Und neben diesem Spaß... ja, letzter Ritterausfall. Sollten die zumindest wirklich noch hier... Ah, nee, Moment. Ah, wenn die jetzt von da unten kommen, dann geht's eh nicht. Ich wollte das Aftermath noch lesen. Also, Nachmatte. Das ist Nachmatte. Das ist wichtig. Kein, nicht mal ein Feuer. Also zumindest damit habe ich jetzt wirklich schon gerechnet. Eure Lordschaft? Zu Befehl! We are under attack! Under attack. Vernichten unsere Weizen. Ja, jetzt komme ich schon wieder von oben an, da können meine Ritter doch nichts machen. Ich hätte eigentlich... Ich erreiche das Segnen zu schnell. Vielleicht sollte ich das... Ja, egal. Ich glaube, der letzte Angriff wäre eh nichts Besonderes gewesen, was soll's. Okay. Nachdem die Stadt wieder verstärkt wurde, machte Alfred es zu seiner zweiten Residenz. Jede Menge, also hier,
sich jede Menge Niederlagen entgegenstellend. Oder hier, ja, sie haben einfach jede Menge Niederlagen erfahren. Deswegen haben die Wikinger ihre Plünderung eingestellt. Und das Land wird endlich wieder in Frieden leben können. Glaubt ihr zumindest. Das ist so... Das Gemeine ist, ich bin mittlerweile eigentlich gar nicht mal so schlecht im Englischen. Also zumindest im Hör- und Leseverstehen, weil ich sehr viel englische YouTuber angucke und sehr viel Englisch lese. Und das allergrößte Problem ist, ich weiß halt volles Rohr, was gemeint ist, aber ich komme spontan einfach nicht auf sinnige Deutsche, um es sinnig deutschig zu erklären. Deutschig. Also es ist so, ich denke mir meinen Teil einfach nur beim Englischen lesen, ich verstehe es voll und ganz, aber dann denke ich mir so, wie fasse ich das jetzt am besten in deutsche Worte? Manchmal etwas schwierig, aber gut. Das war Stronghold Europe, die Viking Invasion Kampagne, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal dann, wenn wir mit Stronghold dem Prequel anfangen. Also, wenn wir mal so gucken, was denn so passiert ist, bevor es ja zur Invasion der vier Herzoge kam. A Story of a Protagonist's Father. Also ja, tatsächlich, wir spielen die Story des Vaters des Protagonisten von Stronghold 1. Also in etwa das, was die verloren gegangene Saga dargestellt hat, bloß in einer 5-Mission-Kampagne. Ich bin mal gespannt, was hier die Story so sagt. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.